Freunde, weiter geht's hier mit Two Point Campus. Wir haben ja jetzt gerade Sommerpause und dadurch können wir uns also ein bisschen auslassen, aber nicht wirklich viel. Weil, guckt euch mal unser Konto an. Das ist jetzt nicht wirklich voll, aber wir können ein paar von unseren Wünschen, die hier sind, erfüllen. Wir könnten zum Beispiel hier diese wunderbare Statue hinstellen. Das werden wir auch mal machen. Die Frage ist bloß, wo wir dieses verzückende Meisterwerk halt hinstellen. Ich überlege. Machen wir es mal dahin. So. Das gefällt mir. Da kann man es hinstellen. Super. Ergebnisse der Gesundheitsinspektion sehen auch ganz vorzüglich aus. Dann würde ich sagen, ja, wir können eigentlich nicht wirklich viel machen, außer dass wir hier noch ein bisschen die Attraktivität erhöhen. Ja, hier ist es wirklich halt nicht gerade sehr schön. Das werden wir machen. Dass wir da uns ein bisschen um die Schönheit dann kümmern. Hier könnten wir noch ein paar Bilder an die Wand bringen. Die Statue hier, die finde ich auch ganz nett. Ach so, was wir machen müssen. Wir haben nur 54, wir haben nur 50 Schlafplätze, wir brauchen aber 54. Das heißt, wir werden den Raum hier erstmal gucken. Beziehungsweise nicht diesen, sondern ich glaube, wir müssen den hier kopieren. Ja, den müssen wir kopieren. Zack. Sehr schön. Das Ganze würde ich auch einmal hier hinhängen. Super. Passt perfekt. Sehr schön. Der Raum ist jetzt hier gut ausgefüllt. Dann hätte ich gern ein paar Poster. Häng einmal hier ein Poster auf. Und da. Hier der Raum. Der ist ein bisschen schlecht genutzt. Das sieht gut aus. Dann hätte ich gerne eine Regenbogenflagge. Hier müssen wir noch was machen. Dann nehmen wir mal, nee, die nicht. Mal hier so ein großes Wappen. Hier kann man nicht wirklich was hinmachen. Das heißt, wir müssen uns hier irgendwie was ausdenken. Da könnten wir ja, nee, das ist zu groß. Muss man hier was hinstellen? Hier müssen wir echt gucken, wie wir das machen. Ich bin Felicity Bellbottoms und ihr hört Radio Campus. Oder vielleicht auch nicht. Leider ist unser Signal gerade stark beeinträchtigt, einmal da einmal unserer Geräte fälschlicherweise recycelt wurden. Einer unserer Reporter gräbt gerade im Müllcontainer danach. Stellt euch das lieber nicht zu bildlich vor. Ich überlege, was wir jetzt hier hin machen. Den Bereich, der ist mir noch sehr, sehr kahl. Fassteich ist zu groß. Ist auch viel zu groß. Alles zu groß, zu groß, zu groß. Aber hier, das könnten wir jetzt da hinstellen. Die macht aber nichts. Das ist ja doof. Die macht nichts. Nett gut, nett gut. So. Dann haben wir halt hier einen toten Fleck. Dann ist das so. Wo wir könnten. Ich habe noch eine Idee. Mache eins dahin und eins dahin. So. Ha. Wunderbar hingekriegt. Hier ist noch ein Bereich, den wir jetzt verschönern könnten. Da würde ich jetzt auch gerne Tische hinstellen. Einmal.
zweimal. Einmal, zweimal. Und dann können wir hier auch noch Butterautomaten hinstellen. Müll einmal dazwischen. So. Und hier machen wir noch was Schönes hin. Mal gucken, was wir da noch haben. Vielleicht so einen großen Diamanten. Zack, der übernimmt gleich alles hier. Und zwei Spinte machen wir mal hier noch hin. So. Sehr schön. Sieht doch ganz gut aus. Das gefällt mir. Guckt euch das an. Das sieht hübsch aus. Das lassen wir so. Mal noch was zur Unterhaltung. Nicht für draußen, für drinnen. So ein Bücherregal könnten wir jetzt hier in der Mitte machen. Das finde ich ganz passend. Großen Denker. Oh, der ist ja cool. Kann man leider nicht hinpacken. Wir haben wieder keine Toiletten und so gemacht. Aber den großen Denker, den setze ich mir noch hier hin. So. Und dann hätte ich jetzt gerne Toiletten. Die müssen wir bloß gucken, wo wir die hinstellen. Ich würde ja sagen, hier hinten in die Ecke. Können wir noch ein WC bauen. Badezimmer? Ne, ist zu teuer. Na gut. Machen wir das dann später. Wir starten erstmal ins nächste Schuljahr. Zack. Und wir haben jetzt übrigens 60 Schlafplätze. So. Einmal aufgeschrieben. Und dann geht's weiter. Wir sind wieder da und unser Rundfunksignal. Sieht aber alles ganz knorke aus. Der für uns in den Müllcontainer gesprungen ist. Sehr schön. Angeblich hat er das gern gemacht, da ihm zufolge die Sicht aus dem Inneren. Bilanz hoffe ich, dass das jetzt auch alles so weitergeht. Perspektive auf den Campus schafft. Wenn das mal nicht die Psychiatrie, da müssen wir uns mal überlegen, ob wir uns noch eine zweite irgendwann holen. Mal schauen. Aber erstmal bin ich ganz zufrieden damit, wie das jetzt hier aussieht. Wie gesagt, für hier draußen bin ich noch am Grübeln, was wir da noch machen können. Da fehlt mir noch so ein bisschen die Inspiration. Könnten wir höchstens... Oh, das könnte höchstens passen. So, die müssen wir aber auch nochmal drehen. Müssen wir den aber auch noch ein Stückchen runtersetzen. So. Das passt. Notfall. Mimenkrise. Lehnen wir erstmal ab. Das ist mir zu viel. Hier wird es sonst zu voll. Attraktivität. Ja. Nimmt langsam Gestalt an. Wir können hier außen noch ein bisschen was zur Unterhaltung machen. Einmal. Zweimal. So, das sollte passen. Sehr schön. Mal gucken, ob die Leute das annehmen. Ach, guck mal, der macht das sogar gleich hier mit dem Teleskop. Sehr schön. Bilanz sieht gut aus. Sehr schön. Ja, Warteschlangen sind immer noch hier ein bisschen viel. Aber gut, das kriegen wir auch alles hin. Bloß unser Hausmeister haben halt ein bisschen viel zu tun, ne? Mit den ganzen Upgrades fahren. Ich hoffe, die kriegen das jetzt hin. Hier unten, das ist schon auf Stufe 2. Die sind so viele, die keinen Bock haben. Müssen wir uns auch mal drum kümmern. Das könnten wir ja machen, indem wir... Naja, die Personalverwaltung müssen wir uns da mal angucken gleich. Ob wir da eventuell nicht... einen weiterbilden können, inspirierende Reden.
Tue mich gerade noch ein bisschen schwer, weil wir halt noch so viele Upgrades hier fahren müssen. Die irgendwie nicht so wirklich voranschreiten, die Upgrades. Wir können ja mal in unsere... In meinem einen. Ja, wir brauchen noch einen zweiten. Wir brauchen noch einen zweiten Hausmeister, der Upgrades fahren kann. Dich nehmen wir mal gleich. Und du bildest dich auch mal weiter in Geisterjägerei. Zack. Und dann hoffen wir mal, dass jetzt die Upgrades dann gefahren werden hier. Nach seinem Abenteuer im Müllcontainer nun eine Story genau. Über ein ungewöhnlich bewölktes Wochenende. Und dann können wir ja sagen, hier... Achso, kann man gar nicht zuweisen? Na, das ist ja mistig. Ich dachte, man kann ihn dann zuweisen und sagen, du machst das jetzt. Aber das geht nicht. Die Studis von Breaking Point hatten sich auf ein Wochenende voller Sonne, Spaß. So, Geld brauchen wir hier. Weiterbildungskapsel Stufe 2 würde ich dann auch gleich machen, wenn wir das dann die Möglichkeit haben. Aber erstmal müssen wir den Rest hier alles... machen. Forschungsprojekt sieht auch ganz gut aus. Was mache ich jetzt nur mit der Sonnencreme? Wie gesagt, ich hoffe jetzt unser Hausmeister hier, der Eugene, der ist schon dabei. Der macht das schon alles. Bilanz sieht gut aus. Sehr schön. Okay. Zweite Psychiatrie, ja, wäre gar nicht so verkehrt. Dafür brauchen wir was für einen Menschen? Erstmal, wir können es ja kopieren. Ne, kann man auch nicht kopieren. Wir haben nicht das nötige Kleingeld. Wie teuer ist denn der Raum? 45.000, okay. Das ist schon nicht ohne. Aber das kriegen wir hin. Hier, der Gipsgießer ist schon auf Stufe 2. Wir warten noch, bis das Forschungsprojekt fertig ist. Hier geht es auch schon voran. Heilungsrate 83%, hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Wir brauchen den weiteren. Oben hier. Gipsgießer 3 haben wir. Damit können wir hier unten den Gipsgießer nehmen. Das haben wir. Unseren Forschungshub könnten wir dann auch noch nehmen. Und wir brauchen jetzt hier neue Projekte, bitte. Das wäre total knorke. Hier den Kopfmopser hätte ich auch gerne auf Stufe 2. Auf Stufe 3. Aber auch hier fehlt das nötige Kleingeld. Und eigentlich braucht man eine weitere Psychiatrie. Ich denke, wir werden sparen müssen auf die Psychiatrie. Da kann man nicht drum herum. Und erst dann können wir wirklich so richtig weitermachen. Aber ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Bin recht zufrieden. Das kann man machen. Wir sollten vielleicht auch, wie gesagt, unsere Kollegen hier weiterbilden. Können wir ja mal anfangen, inspirierende Reden. Zwei Stück. Zack. Haben wir die ersten zwei schon mal. Die wir jetzt hier weiterbilden. So, 22.000 haben wir. Wir brauchen noch ein bisschen Kleingeld. Bilanz sieht gut aus. Oh ja, kommt jemand mit einem Eiswürfel? Was bist du denn? Hirnfrost. Der hat Hirnfrost. Der Kollege hier. Alter Schwede. Ich habe Fragen. Also ich sehe ja auch manchmal so aus, wenn... Nee, sehe ich eigentlich nicht aus, aber... Wo sind denn hier Schneestürme jetzt gewesen? Aber gut, ich will dich nicht verurteilen. McCarthy. Absolut nicht. Traurig. So, dann müssen wir was tun. Wir brauchen eine Klinik. Vor allen Dingen lustig, dass wir ja hier eigentlich in einem medizinischen Campus arbeiten und wir brauchen noch eine Klinik. Gut. Dann. Na, das sieht ja alles ganz gut aus. Inspirierende Reden laufen. Der Gipsgießer ist ja auch gleich fertig. Sehr schön. Stufe 2 Gipsgießer. Inspirierende Reden sind fertig. Wie gesagt, wir brauchen Kleingeld hier für unsere Station, für unsere Psychiatrie. Ja, Toiletten müssten wir auch alles bauen. Wunsch nach einem Crazy Taxi Automaten, ja. Dass ihr nicht alles wollt.
Das haben wir alles nicht. Wir müssen gerade ein bisschen warten. Können ja mal ein bisschen vorspulen, damit wir schneller vorankommen. Und hier den Raum, wie gesagt, bauen können. Die zweite Psychiatrie. Die ist halt wirklich wichtig. Weiteren Wunsch. Wunsch nach Minigolf. Ja. Machen wir dann. So, Bilanz. Sieht gut aus. Notfallrobotik. Gesundheitsinspektion, die nehmen wir auf jeden Fall an. Robotik würde ich jetzt erstmal noch nicht nehmen. Das nehmen wir an. So, zack. Super. Ja, gleich haben wir es geschafft. Dann können wir das hier kopieren. Die ganze Psychiatrie. Das ist ja mein Wunsch. Nicht mehr viel. Komm, noch ein bisschen. Dann, jetzt können wir so kopieren. Können wir es mal wieder auf normal laufen lassen. Zack, kopieren. Und dann machen wir sie einmal hier hin. Die Psychiatrie, oder? Komm, wir machen sie hier hin. So. Zack. Mal weiter Psychiatrie. Und wir brauchen auf jeden Fall hier einen... Was bist du für ein Dozent? Sehe ich jetzt nicht. Wo ist denn mein Dozent? Wo kommt der hin? Bist du der Dozent? Und du bist der Patient. Ich würde gerne wissen, welcher Dozent jetzt hier reingeht, weil wir müssten ja auch schauen, ob wir noch einen weiteren einstellen müssen. Sehen wir das hier? Eben nicht. Da ist der Dozent. Nee, du bist doch kein Dozent. Wo ist denn jetzt mein Dozent hier? Himmel, Herrgott, nochmal. Und wieso rennt ihr? Da kommt der Dozent. Medizin. Ich würde sagen, wir stellen auch einen weiteren in Medizin ein. Toilettenkomfort sinkt langsamer. Sehr gut, zack. Und du machst bitte keine Nachhilfe, keine Forschung, nur Patientenbehandlung. So. Wunsch nach Live-Musik abgelehnt. Minigolf. Wir probieren es mal mit dem Minigolf. Den setzen wir mal hier rein. Zack. Und zack. So. Beides reingesetzt. Bilanz sieht gut aus. Tag der offenen Tür. Kommt vorbei. Crazy Taxi Automat. Wo kann man den hinstellen? Aber ihn dahin. Wo, da passt der Kind nicht mehr hin. Nee, den müssen wir woanders hinstellen. Hier würde ich sagen, machen wir erstmal eine Wand rein. Neuesten Berichten zufolge wurden in Breaking Point gelangweilte Studien. Hier würde ich gerne noch eine Bank hinsetzen. Die eigentlich dem Hausdienst und der Küstenwache vorbehalten sind. Daher also eine freundliche Erinnerung an alle. Ein paar Wolken am Himmel sind kein Grund, sich an Golfmobilen zu vergreifen. Hm. Ja, doch, kann man so machen. Sehr gut. Gut, ich hoffe, das wird was. Ja, wie sagt der Crazy Taxi Automat? Da weiß ich jetzt noch nicht, wo wir ihn hinstellen. Hm. Bin ich noch mal überlegen. Muss ich mir noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ich würde sagen, wir bauen erstmal hier hinten jetzt eine Toilette. Badezimmer. So. Hausmeister im Weiterbildungs- Relativ viel. Passt da jetzt auch noch das Waschbecken hin? Nee, natürlich nicht. Aber dann machen wir das so. Beziehungsweise, nee, das machen wir anders. Tauschen mal hier. Ich will ja, dass die Tür... Zack. Dass die Tür relativ nah am Waschbecken ist. Das macht man ja so. Dann haben wir hier einen Hühn und ein bisschen was die Schönheit. Ich hoffe, das reicht. Gut, haben wir das auch. Dann brauchen wir noch einen Duschraum.
Gipsmeister für die Reparatur des Gipsgießers benötigt. Danke. Müssen wir wegräumen. Das geht nicht anders. Dann 1, 2, 3. 1, 2. 2 Waschbecken. Da hinten machen wir mal einen Handtuchtrockner rein. Zack. Und dann brauchen wir hier auch Bilder. So. Duschraum, Toilette. Sehr schön. Alles in der Nähe. Bilanz sieht gut aus. Gesichtsfraktur. Ja, Station haben wir. Die können kommen. Jetzt haben wir wenigstens hier genug Platz für die Toiletten. Sehr gut. Und auch die Warteschlangen sehen sehr gut aus. Ich bin begeistert. Station 1 benötigt einen Dozenten in Pflegewesen. Wo ist die Station? Anscheinend hat sich das jetzt schon erledigt. Wäre ja schön. Gut. Wir kriegen ein neues... zwei neue Forschungsprojekte. Ja, ist egal, welches wir nehmen. Hauptsache Geld. Hauptsache Geld. So, den Gipsgießer haben wir da hinten auch verbessert. Sehr schön. Wir brauchen jetzt hier noch eine Pflegefachkraft. Okay, dann machen wir das mal. Zack. Und hier bitte keine Forschung, keine Nachhilfe. Und dann sollte das passen. Sehr gut. Wir können ja mal durchziehen. Wir haben eine Station. Wir haben eine Station. Zwei Stationen. Sehr schön. Also brauchen wir drei Dozentenpflegepersonal. Ausbildung. Kann man das nicht filtern? Nein, kann man nicht. 1, 2, 3 haben wir. Und wir haben 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 haben wir sogar. Also 2 pro Raum. Ach, kann man schon ganz schön viel. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Für die Ärzte. Und da haben wir 1, 2, 3, 4. Na ja, komm. Oh, Entschuldigung, das sollte reichen. Mich wundert ja mit dem Pflegepersonal, dass das... Also den Dozenten. Da kündigen wir den ein. Den wir jetzt gerade eingestellt haben. Hier, die hat nichts zu tun, die zwei. Dann kündigen wir dich. Weg damit. Der Rest, ja, hier, guck mal, wir haben einen jetzt in der Pause. Der ist in der Weiterbildung. Ja, das passt. Dies passt. Okay. Läuft. Genau, hier läuft die Weiterbildung. Sehr, sehr gut. Okay, ich bin eigentlich recht zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wieder ein bisschen was geschafft. Neue Psychiatrie. Haben wir denn einen Assistenten, einen zweiten Assistenten für die Bibliothek? Ja, haben wir. Das läuft auch. Da würde ich sogar sagen, lasst uns dich mal weiterbilden. Bibliotheksverwaltung 2. Dann haben wir das auch. Sehr schön. Und beide haben jetzt inspirierende Reden. Einmal der erste Dozent in Pflegewesen und der zweite Dozent in Medizin. Sehr gut. Und dann machen wir das gleiche hier. Inspirierende Reden. Inspirierende Reden. Zack. Dann haben wir die zwei auch. Super. Das freut mich. Läuft. Ich kann mich echt nicht beschweren. Und ich bin wie immer hier ganz zufrieden hier oben. Wir dümpeln immer so bei der 83%, mal mehr, mal weniger. Studenten auf dem Campus, gut, da müssen wir noch ein bisschen was dran machen. Aber auch da sehe ich ein kontinuierliches Wachstum. Wir sind ja schon bei 57, also das würde ich so peu à peu erhöhen. Die Behandlungszimmer müssen auf jeden Fall noch erhöht werden, aber auch da sehe ich jetzt nicht so das Problem, weil wir ja... das hier noch auf die Stufe 3 machen müssen und hier, glaube ich, auch, warte mal, stopp, Behandlungsvermögen, ach guck, bei 28%, da müssen wir auf jeden Fall auch noch hier upgraden, den Gipsgießer 2 und dann haben wir auf jeden Fall genug.
dann haben wir alles genug. Sehr schön. Ich bin total begeistert. Ich freue mich, dass das hier so gut läuft. Und auch sonst. Campus macht wirklich Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonnieren, kommentieren, liken nicht vergessen. Bis dahin, gebt euch wohl und ciao.